Heyho, es geht weiter mit Let's Play Yoshi's Island Plus. Beim letzten Mal hatten wir das zweite Extra-Level gemacht, das sehr, sehr schön und nett war. Und ich hoffe, das dritte ist auch so schön. Yeah, Spaß mit Luftballons. Das klingt ehrlich gesagt nicht so spaßig, weil ich von Luftballons gerne mal runterfalle. Aber schauen wir mal. Wir wollen ja nicht zu früh über das Level urteilen. Ist hier oben irgendwas? Nein. Okay. Das ist schon mal gut. Und eine rote Münze. Yay. Und noch eine rote Münze. Yay. Und, ich glaube, in die Röhre geht es vielleicht rein. Also ich meine, dass der rechts sieht aus, wird es noch ewig weitergehen. Von daher ist die Röhre optional. Schauen wir mal. Das sieht aber auch sehr lang aus. Okay, wahrscheinlich muss ich da hoch. Mit den Ballons. Yay. Kommt hier noch ein Ballon? Irgendwie habe ich es schon versaut gerade. Kann es sein? Ah, ein neuer Ballon! Ein neuer Ballon! Yay! Ich könnte jetzt springen. Ganz, ganz oft springen. Dann würde er schneller hochfliegen, aber dann würde ich runterfallen, weil dann fliegt er manchmal links, rechts und dann geht Yoshi kaputt. Mach ich nicht. Nein, nein, nein. Wir hören uns lieber stundenlang diese coole Musik hier drin an, die überhaupt kein Ohrwurm ist. Überhaupt gar nicht, nee. Münzen! Münzen! Da oben ist eine Decke, okay. Das heißt, weiter geht's nicht. War hier Boden? Hier war Boden, okay. Bestimmt müssen wir hier rechts auch noch hoch. Lieber Ballon, komm nochmal ins Bild, bitte. Bitte. Geht das? Okay. Wir stehen hier ein bisschen knapp. Bisschen arg knapp, aber ich kann mir mal wechseln. Okay. So, nehmen wir mal den. Dann habe ich keine Angst, dass mich irgendwelche Pixel von der Wand hier wegschubsen. Und ein Blümchen! Blümchen, ich sehe dich. Ich bin gleich bei dir. Ich rette dich. Yay! Doink, doink. Okay, da oben geht es definitiv nicht weiter. Dann können wir ja hier runter. Okay. Und zurück. Zurück, Yoshi. Okay. Das war Spaß mit Luftballons. Total spaßig und so. Oh Gott. Das kann doch was werden. Irgendwann stürzen wir ab und ich würde gerne den Pfahl runterstampfen. Genau, denn das sind immer rote Münzen. Hi. Sternchen. Yay. Sternchen. Nom. Nom. So, wir haben schon 7 Münzen und 2 Blumen. Das ist doch nett. Sehr, sehr nett bisher. Okay, schauen wir weiter. Kaboom. Okay. Tänzer, würdest du mal bitte darüber tanzen? Okay. Sehr schön. Danke. Eine Kiste. Kiste. Die ist vielleicht wichtig. Wahrscheinlich habe ich es schon komplett kaputt gemacht jetzt. Kiste, kommt ihr nochmal? Okay, du bist nochmal da. Und die andere? Ich hoffe, da war kein Schlüssel drin oder so. Sternchen. Kiste? Kiste. Andere Kiste. Wie spawnst du? Nein, dann hoffe ich mal, dass du unwichtig warst. Sonst haben wir jetzt ein Problemchen und ich komme hier nicht hoch. Ballon? Oder so? Vielleicht? Bitte? Hi. Das war überhaupt nicht knapp oder so. Flieg hoch, Ballon! Flieg hoch! Da ist bestimmt noch irgendwas versteckt. Hahaha, feindlich Ballon eliminiert. So, ist hier irgendwas versteckt? Irgendwo? Irgendwas? Hallo? Hallo? Vielleicht da drüben irgendwo? Ballon, nicht. Oh. Ballon. Hallo? Hallo? Hi. Da unten muss eine Ballonfabrik sein. So, jetzt aber nochmal hier hoch. Und ich möchte erstmal gucken, wie weit nach oben das geht, weil das ist schon so ein angekündigtes Ballonlevel. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwo weiter oben noch was. Und ich sollte einfach nicht so viel rumspringen. Nicht so viel rumspringen, dann passiert doch nicht so viel. Scheinbar geht es ja gar nicht höher, oder? Oder? Gleich werde ich runterkrachen. Ja, genau. Okay. Okay, hier ist auch nichts mehr. Und oh, ich wollte eigentlich hoch, aber wow, wie mies ist das denn versteckt gewesen? Ich bin zufällig gegen diese Wand gerannt, sag ich mal, weil eigentlich wollte ich auf den Dopsball springen. Wow, okay.
Da hatten wir ja Glück. Das war nicht nett. Das war nicht nett, Spiel. Was gibt's hier? Oh. Der Ballon. Der Ballon. Okay, wie viele Eier haben wir? 2 nur. Das gefällt mir irgendwie nicht. Wir nehmen mal eine Lupe. Für die roten Münzen. Und haben wir eine Melone? Eine Melone. Für die roten Münzen. Okay. Schauen wir mal, ob wir das jetzt irgendwie geregelt kriegen. Aha. Aha. Aha, aha. Blümchen! Münze! Oh Gott, oh Gott, ich bin panisch. Ich bin sehr panisch. Schlüssel! Schlüssel, 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 Schlüssel. Hab ich ihn? Ich hab die Münze, oder? Es hat... Entschuldigung. Hatte ich die eine rote Münze jetzt erwischt? Ich glaube ja, oder? Oh, aber war mit dir nicht auch irgendwas? Komm mal her, Kumpel. Komm her. Komm her. Komm her. Komm schon. Komm her, Mann. Oh. Aha. Schauen wir mal. Und? Okay, sonst ist, glaube ich, nichts außer diesem Pfeil. Okay. Hallo, Pfeil. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Aber ich denke mal, das war der optionale Weg, weil es kann ja auch sein, dass man diesen Geist übersieht und durch die Tür geht. Das heißt, die Tür müsste der richtige Weg sein. Wobei das hier sehr lang aussieht, dafür, dass es optional ist. Und Was bist du denn? Du störst da so ein bisschen in diesem Abgrund, Kumpel. Du könntest mich mit deiner Bombe treffen, während ich gerade darüber springe. Du auch. Kann ich euch eigentlich auffressen oder so? Nein, aber ich kann doch bestimmt drüber springen. Uah, so vollmutig. Blümchen. Hi. Und, hier geht's noch weiter. Ich hoffe, das war der optionale Weg. Und, Ballon platzen lassen. Weil ich garantiert verlieren werde, weil ich doch so schlecht stampfe. Geh weg, Kumpel. Die Beweglichen kannst du haben. Die krieg ich sowieso nicht hin. Komm schon. Stampf, Yoshi. Stampf, Yoshi. Oh, ich hab's geschafft. Yay. Und wir haben sogar Sternchen gewonnen. Das ist ja richtig praktisch. Sehr cool. Vielen Dank, liebes Bonusspiel. Bombenhilfe. Geh mir mal aus dem Weg. Danke. Da habe ich keine Eier mehr. Shy Guy, komm her. Ich brauch dich. Danke. Okay. Dann war das wirklich optional. Sehr schön. Kann man da eigentlich auch rein ohne den Pfeil? Nein. Okay. So. Tschüss, lieber Geist. Brauch dich nicht mehr. Wie sieht's eigentlich aus? 15 und 4. Das klingt doch ganz okay. Was haben wir hier? Sternchen. Yay. Und da ist ein Ballon. Aber hier ist ein Wölkchen. Oh, ein Blümchen. Und noch ein Fragezeichen. Brauchen wir das? Rote Münzen sind eigentlich nie hinter Fragezeichen versteckt. Und die letzte Blume war da links. Von daher ist, glaube ich, nicht so schlimm, dass wir jetzt keine Eier mehr haben. Allerdings fehlen uns noch Münzen und ich muss irgendwie diese Blume da links noch kriegen und... Oh, hi, hi. Dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh. Yay, fehlt nur das Blümchen. Das war hier irgendwo, oder? Blümchen. Blümchen. Okay. Ich glaube, ich schieße es lieber ab und nehme dann dich hier. Du bist nämlich über festen Boden. Okay, ich höre auf. Ich mache mir nur selbst Panik. Flieg, Ballon! Flieg! Jetzt haben wir alles, ne? Ja. Wow. Ich habe ein Ballon-Level geschafft. Ich sollte das nicht sagen, bevor ich im Ziel bin. Flieg ins Ziel, Yoshi! Flieg! Yay! Ins Ziel geflogen! Und zwar so richtig, ohne den Boden zu berühren. Und. Mit Bonusspiel! Yay! Also ich muss sagen, dass das erste Extra-Level war ein bisschen arg, das zweite war wunderschön und das dritte hier jetzt war eigentlich auch. Okay, ich fand diesen Geheimgang hinter dem Dorfball echt mies versteckt und das mit den Ballons ist eigentlich auch nicht so schwer. Ich meine, ich habe es hinbekommen, was ich nicht erwartet hätte, aber ich habe mir die Extra-Level viel, viel schlimmer vorgestellt und jetzt muss ich die Klappe halten, weil ich muss mir die Memory-Karten merken. Einen Moment. Schauen wir mal. Oh, die liegen ganz unschön, die kann ich mir nicht merken. Nee. Die kriege ich überhaupt nicht
in mein Hirn rein. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ja, ich habe wirklich alles vergessen. Die waren echt nicht machbar. Ich glaube, da war eine Lupe, aber das hört es auch schon auf. Melone, hier? Nein. Oh, da war die Lupe. Oh, Sternchen. Sternchen? Waren die Sternchen am Anfang? Yay! Okay, vielleicht kriegen wir doch noch irgendwas hin. Und eine blaue Melone. Hier war die grüne. War hier? Okay. Okay, hier war die grüne Melone und da unten war die Lupe. Nebeneinander war es nicht, sonst hätte ich es mir merken können. Ein Fragezeichen. Tja, kein Plan. Naja, zumindest ein paar Sachen. Also ich glaube, die Sachen, die wir richtig hatten, bekommen wir. Und 100 Punkte. Sehr schön. Damit hätten wir auch in der dritten Welt überall 100 Punkte. Und beim nächsten Mal geht's dann wirklich weiter mit der vierten Welt. Und jetzt haben wir wirklich die Hälfte vom Spiel komplett 100% geschafft. Ich hoffe, es geht so schön weiter und ich hoffe, die Level bleiben so nett. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass es jetzt wieder etwas schlimmer wird beim nächsten Mal. Naja, wir werden sehen. Also dann, ciao, ciao.